Hallöchen, so, jetzt werde ich mal hier an meinem Motorspaten den Vergaser wieder reparieren. Ich zeige euch nachher, was da drin kaputt ist. Und wie der Titel sagt, versuchen reparieren mit einem Feuerzeug. Dann werden wir ihn erstmal ausbauen und dann werden wir weiter gucken. Ob das Ding jetzt so heißt, weiß ich nicht. Ich habe kein anderes Typenschild gesehen davon. Wollen wir mal gucken. Ich baue den jetzt erstmal ab, den Vergaser, und zeige euch mal, was kaputt ist. So, ich hoffe, die Musik macht jetzt mir keinen Strich durch die Rechnung. Ich versuche es kurz zu halten. Das hier muss da wieder rein. Das war da reingesteckt. Das versuche ich jetzt reinzulöten. Erstmal muss ich das mit Bremsenreiniger sauber machen. Und ich habe hier schon Lötfett, Lötzinn und mein Feuerzeug. Und dann versuche ich das zusammen zu braten. So, jetzt werde ich das heiß machen. Da ist ordentlich Lötfett drauf. Jetzt läuft da aber Zeugs runter. Ich versuche das hinzukriegen. Nee, das war doof. Tut mir leid, aber ich muss es mal so zeigen. Außen ja. Ob es jetzt reingelaufen ist, weiß ich nicht. Ich hoffe. Das Außen muss ich aber noch abmachen. So. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich hoffe, es hält so. Und dann zeige ich euch, wofür das genau ist. So, nun habe ich das wieder zusammen. Und das gehört hier zum Kolbenschieber, dass der von außen halt hoch und runter gezogen werden kann. Ich mache das mal fertig und zeige euch das mal, wie das aussieht. So, so gehört das zusammen. Und der Hebel hier zieht den Nippel dann nach hinten, nach oben raus. Eine Hand ist doof. Und zieht dann den Kolbenschieber eben hoch und runter. Ich zeige euch das gleich nochmal im Vergaser. So, ich versuche das jetzt hier mit einer Hand. Der Hebel würde den dann halt wieder so hoch und runter machen. Und das war eben auseinander und dann kann ich kein Gas mehr geben. Und da das über eine Fliehkraftkupplung funktioniert, braucht er eine gewisse Drehzahl, bis der anfängt. Gut, ich baue das wieder zusammen und dann könnt ihr mich in Aktion sehen. Vorher seht ihr mich aber nochmal Rasen mähen. Achso, ich habe noch vergessen zu sagen, wofür das Ganze ist. Für den ganzen Bereich hier, den grabe ich um. Ich weiß nicht, ob ich hier bis hier oben rüber gehe. Hier oben rüber oder was. Das soll wieder Rasen werden. Und das muss ich angleichen, weil hier ist so eine Wulst. Und das kommt weg. Das muss ich wegmachen. Ich habe ja schon einen Teil gemacht, das sieht man schon. Bloß da wollte der Spaten da halt nicht mehr. Deswegen gehe ich da jetzt nochmal durch. Und ihr könnt mir ja gleich zugucken über die GoPro. Vorher habe ich Rasen gemäht. Da konntet ihr ja auch schon sehen.
machen wir jetzt mal Pause. Ist so feucht, ist wieder Lehmboden, ist klar. Das mag sie wieder nicht. Da muss ich warten, bis es ein bisschen trockener ist. Und dann werdet ihr vielleicht noch den nächsten Teil davon sehen. Okay, bis dann. Tschüssi.